Andreas Neubauer vor. Wie Newton liebt auch er die Inszenierung, wollte sich ursprünglich selbst mal als Schauspieler versuchen, entschied sich dann aber doch, die Seite zu wechseln und Regisseur seiner eigenen Bilder zu werden. Freundliche Aufnahmen fürs Familienalbum macht Neubauer nicht. Er lichtet Promis an ziemlich außergewöhnlichen Locations ab. Betonröhren, enge Fahrstühle, Kiesberge sind seine Kulissen. Und man kann kaum glauben, wo und wie die Stars bei ihm ihr schönstes Lächeln aufsetzen. Andreas Neubauer liebt das Inszenieren. Seine ungewöhnlichen Motive findet er regelrecht auf der Straße. Jedes Fleckchen Erde könnte die perfekte Kulisse für seine außergewöhnlichen Fotos sein. Und die Strapazen lohnen sich, sowohl für Neubauer als auch für seine Protagonisten. Er sucht die Schauplätze aus und seine Stars spielen mit der Kamera. Heraus kommen Bilder, die direkt und unmittelbar sind. Der Weg zum Ziel kann manchmal weit sein. Da ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Motiv und Betrachter wichtig. Sogar Schauspieler brauchen ein Weilchen, bis die notwendige Lockerheit am Set da ist. Beide haben ja Angst. Der Porträtierte hat Angst und der Fotograf hat auch Angst. Der Fotograf kann es aber nicht ausleben. Porträtierter kann sagen, Gott, ich bin noch immer so verkrampft und ich weiß nicht, was ich tue. Aber ich kann als Fotograf schlecht sagen, Mensch, die Sonne steht wahnsinnig schlecht und es ist ein hartes Licht. Und der LKW tut mir hier gerade mein Graffiti verdecken und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mache und ich schwimme. Dann ich sage, es läuft wunderbar. Und um das eben zu unterstützen, tue ich dann eben auch ein bisschen mehr Material verschießen, als nötig ist. Neubauer fotografiert ausschließlich Stars, Deutsche wie Benno Fürmann bis zu Hollywood-Größen. Er hat sie alle vor der Linse gehabt und er will noch mehr. Kontakte knüpft der 35-Jährige regelmäßig bei den Filmfestivals auf der ganzen Welt. Auch wenn er seinen Liebling soweit hat, teilweise muss Neubauer 3 Jahre auf das Shooting warten, denn die Terminkalender der Schauspieler sind oft zu vollgestopft. Shall we drink a toast to? Ich habe es ein, zwei Mal erlebt, dass ein Schauspieler, als ich gesagt habe, wir fangen jetzt an, diesen hier gemacht hat. Der war allerdings auch von sehr vielen Yellow Press-Fotografen vorher fotografiert worden. Ich sage, das ist alles nicht nötig. Und er hat das auch gleich ersatzlos gestrichen. Ich arbeite eigentlich darauf hin, dass ich die Leute sehr müde mache und sie dann irgendwann aufgeben, sich zu verstecken, weil wir natürlich alle probieren, Sachen nicht rauszugeben oder eben diesen Moment zu erwischen, wo sie gerade abgelenkt sind. Neben Dietl trifft man Emma Thompson und als Neubauer bei Shirley MacLaine anfragte, sagte diese sofort zu. Die Fotosession sollte bei ihr zu Hause in Malibu stattfinden. Der Hausmeister traf mich und sagte, ah, Sie sind der Fotograf. Und ich sagte ja und sperrte mir auf und ließ mich da alleine rein. Und ich war ganz verdattert und sagte, sind Sie sicher, dass Sie mich hier reinlassen sollen? Und sagte, ja, Sie sind doch der Fotograf. Ich sagte ja. Und sagte, ja, dann gehen Sie rein. Und ich blieb dann erst mal 10 Minuten ehrfürchtig stehen, bis der Publicist auch kam und habe mich dann umgeschaut. Aber ich fühlte mich natürlich so mit diesem Vertrauensvorschuss, weil die weiß ja nicht, ob man ihr nicht auch die Wohnung ausräumt, ne? Wo man sagt, ein Teil von Shirley MacLaine, dann doch sehr gebauchpinselt. Ne? Seine Models zu quälen hat viel gebracht, egal ob sie in stinkenden Flüssen oder auf rostigen Treppen sitzen mussten. Neubauer gehört zu den Großen der Branche. Das Filmmuseum Berlin zeigt seine erste Sonderausstellung. Und die Stars auf seinen Fotos wirken genauso wenig abgehoben wie der sympathische Fotograf Neubauer. Ein technisch perfektes Foto, das einfach hohl ist, bringt nichts. Wogegen ein Foto, das vielleicht eine Unschärfe hat oder wo eine Überstrahlung ist, aber einfach meinetwegen der oder diejenige wie ein 4-jähriger Junge aussieht und so gelöst ist, dann ist es für mich ein Foto, das mir gefällt. When I ride.